Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Life is Strange. Wir haben jetzt mit Chloe in der letzten Folge ein paar Übungen gemacht und ob sie uns jetzt wirklich glaubt, dass wir diese Fähigkeiten besitzen und wir haben ihr wirklich gezeigt, wie es geht und ja. Jetzt ist sie echt begeistert und will mit uns ein paar. Yo, Trucker. Truckers have such a romantic life. Always on the road. Ja, komm, wir gehen jetzt mit ihr mit. Chloe, was ist los? Warte mal, vielleicht können wir hier noch was gucken. Die eine ist hier aufs Klo gegangen. Vielleicht ist hier irgendwas von ihr. Nee, ich glaube nicht. Denke eher nicht, nee. Ach, sie sitzt ja wieder da. Okay, gut. Komm, Chloe, wir gehen dann raus, würde ich sagen. Okay, Supergirl, let's go to my secret place. Don't even answer. We have places to go and people to do. Come on, before Mom starts some more shit, let's bail. It's Kate Marsh from Blackwell. Big whoop. You don't call me once in 5 years and now you're all over some biatch you see every day at school? I see how you roll. So go ahead, chat up Kate Marsh from Blackwell. I've got other people to hang out with too. Wie ahnst du was? Hey Kate, what's up? Please, don't let your best friend get in the way. You okay? I promise, Kate. I won't forget. I swear. Just do your homework and don't stress. I really don't think we should go into this right now. I'll call you later, okay? Thanks, Max. If you'd rather chill with Kate, please, go ahead. You are ridiculous. I'm chilling with you, okay? For now. Let's rock. Ja, wir kommen ja schon. Wir müssen uns aber auch um Kate kümmern, der armen Frau, der geht's halt nicht gut. Sucks that Chloe and Joyce got into an argument. I could rewind and not answer Kate. It's not like I won't see her in class later. Was ist das denn für ein Kerl? Hat er uns beobachtet? Bin gespannt. Wo sind wir denn jetzt? Ein geheimen Ort. Is this a race? Keep up. How many times are you going to get pissed at me this week? That depends on you and how well you do in this phase of the test. Welcome to American Rust, my home away from hell. Raw and rough. It suits you. Max, do you know how awesome this is? I get my best friend back and she's also supersized. We don't know for how long. Exactly why it's time to have fun. Are you kidding? After yesterday, I'm kind of over guns, Chloe. Freaks me out that you have one. Don't you trust me? Yes, but not that gun. You have more power than an army. Don't be scared of my little toy. Besides, we need it for the test. Drink? Yuck. You are so cute. You haven't changed a bit. Okay, let's do this. Can you find 5 bottles while I prep the shooting range? Beer and guns? Nice combo. You can handle it. Now go find us 5 bottles, pretty please. Okay, Chloe, aber nur weil du es bist, wir suchen jetzt 5 Flaschen, damit sie die abschießen kann. Und wir dann erraten müssen, glaube ich, wie viele sie trifft, oder was? So habe ich es, glaube ich, verstanden. Was ist das denn hier? Gross. So disturbing to see old syringes on the ground. Ja, das ist gefährlich. Dann kann man sich leicht eine Infektion holen. Oder irgendwelche Übertragungen. So, was finden wir denn noch alles hier? Das ist schon richtig viel, was man übersehen kann und so. Bin ich mal gespannt. Haben wir die erste Flasche? Nee, doch nicht. Das ist keine richtige Flasche. Was ist denn hier los? Look. I could use this board as a bridge. Doesn't look too heavy. Okay, dann nehmen wir die mal. Way heavier than I thought. Ugh. So. Ach so, so eine Brücke. Ah, zum Boot hin. Alles klar. Die erste Flasche haben wir dann schon mal. Nummer 1. Hello, bottle number 1. 4 more to go. So, was haben wir denn noch? Können wir uns hinsetzen? Wieso? Was können wir hier machen? Although this junkyard is a dive, I see why Chloe hangs here.
she's a steampunk. Na komm. Müssen wir uns jetzt nicht antun, hier so hier rumzusitzen. Und mal sonst noch irgendwas. Nee, da können wir also nicht her. Gehen wir also wieder zurück. Und schauen uns mal hier ein bisschen weiter um. Vielleicht können wir auch irgendwo am Fuß. The Bigfoots were here. Irgendwie ein Foto irgendwo von irgendwas machen hier. Man weiß ja nie. Okay, hier ist schon mal nichts mehr. Die Flasche hier haben wir schon mal geholt. Können wir uns ja jetzt noch woanders umschauen. Gunshells. Oh, hier hat schon jemand geschossen. The shells look fresh. Hat Chloe wohl schon mal ein bisschen hier ein paar Übungen schon gemacht. So. Also mit einer Flasche kommen wir noch nicht so weit. Müssen wir uns noch ein bisschen umschauen hier. Was uns aber auch echt einen super Ort hier verschafft. I don't want to go that way. Nee, nee, wir wollen auch nicht gehen. Entschuldigung. Da wollte ich auch eigentlich nicht her. Aber vielleicht irgendwo noch eine Flasche. Der Schulbus. Da kann man ein Foto von machen. Super. Machen wir mal kurz eben eins. Ein alter, kaputter Schulbus. Können wir da uns was ansehen? It's hard to believe that was once on the road, filled with dozens of students. Da ist eine Bottle schon wieder, jawohl, komm. Nimm mal die. Take. Stupid bottle. Kaputt. Zeit zurückdrehen, noch nicht? Ja doch. So. So, müssen wir irgendwas anderes nehmen, damit wir die Flasche irgendwie kriegen oder so. Ach so, das können wir jetzt benutzen. Stellen wir uns drauf und dann kriegen wir die Flasche mit links. Gut, dass wir diese Fähigkeiten haben. So, jetzt erstmal. Ach so, können sofort take. Nummer 2. Boom, only 3 bottles left. 3 Flaschen müssen wir jetzt noch finden, da hast du recht. Eine alte Puppe. Oh, poor thing. They left you here all alone. Oh, völlig verwandt. 2 Nachrichten von Bevan. Too late. Okay. Alles klar. Der gute alte Bevan, der ist echt ein netter Kerl. Und da mal ein Shirt oder was? This is the scariest thing here. Und eine Waschmaschine. I wonder how many generations of fashion went through that washing machine. Ach, hier ist die nächste, super. Coming this fall, Max Caulfield, Bottle Hunter. 3 down, 3 more go. Talk about finding a bottle in a haystack. Finden wir noch. Was ist denn? That looks exactly like the same dough from my tornado vision. Ein Reh. Kann ich ein Foto von ihm machen? That doe is the perfect photo op. Zeigt er uns den Weg zu den Flaschen oder was? Wollen wir ja mal schauen. This was an old school punk shirt. Oh, nee, das ist schon mal nix. Vielleicht gibt es hier irgendwo noch eine Flasche, die wir mitnehmen können. Hier im Wasser auch nicht. Aber da ist. Ein Foto machen, schnell. Bevor er verschwindet. Das schöne Rehchen. Gut. Jetzt ist er verschwunden. Schade. Aber warum ist er bis hier hingerannt? Irgendwas muss hier sein. Also irgendein Grund, warum der hier hingerannt ist. Irgendwo noch eine Flasche hier? Oder was wollte der von uns? Ist er einfach nur so, um uns zu zeigen, dass er da ist? Hat er sich eben einmal gezeigt? Sid, warum? It's so quiet and primordial out here. Okay, brauchen wir nicht. Wenn sie da sitzt, immer ihre komischen Gedanken. Irgendwas ist hier sicherlich.
Sonst will hier nicht so ein offener Bereich sein. Aber anscheinend ist hier doch nichts. Aber wir müssen jetzt einfach noch zwei Flaschen finden. Aber wo finden wir die denn? Überall waren wir ja sowieso noch nicht. Ah, hier. Karfrag? Ah, nee. I wonder if Chloe thinks about her father when she looks at all these smashed up cars. Ja, er ist ja irgendwie in einem Autounfall. Ah, nee, hat er einen Autounfall gehabt oder wurde er, Och, was war denn? Ein Eichhörnchen. Hallo. I know there's a bonfire spot where people party around here. Nope, I don't want to go there. Schauen wir mal dazu. Ziemlich gefährlich, ja. Graffiti. Thanks for the tip. Eat shit and life. Wo finden wir denn hier noch eine Flasche, ey? Nope, I don't want to go there. Ja, okay. Da gehen wir nicht her. Wir wollen ja einfach nur die Flaschen finden. Hast du ja recht. Karfrag, das brauchen wir uns auch nicht anschauen. Vielleicht finden wir hier drinnen irgendwas. This looks like a graffiti museum for Chloe and Rachel. I bet I can find out more about Rachel here. Chloe was here, Rachel was here. Komm, ich komm auch mal so nach. Now we're officially a trio. We just have to find Rachel. Ja, ehrlich, wir müssen echt sie finden. So Rachel did go to a Vortex Club party. This flyer is dated right before she disappeared. Hier ist die vierte Flasche. Und eine fehlt jetzt noch. One more bottle to go. Fuck you, yes you. Zwei Nachrichten von Kate. Max, I want to thank you for giving me such great advice about going to the police and telling them everything about Nathan. I so expected you standing by me. Keeps my faith XOXO. Okay, sie ist zur Polizei gegangen und sie ist froh, dass wir sie dazu überredet haben, dass sie da hingehen soll. Also, okay. Sie ist sehr glücklich, dass wir zu ihr stehen. Und wir sagen dann, Kate, wir sind auf deiner Seite. Please don't mention me too much if you can. I'm already in trouble around here. Okay. Haben wir noch eine Nachricht gekriegt? Warte mal. Wie kann ich mir die nochmal anschauen? Dann ist mir es hier von Chloe einer. I'll be lucky if you make it by noon. Okay. Make-up case. Wristlet. Alles klar. Foto. Achso, von ihr, von Rachel bestimmt. Aber wir gehen jetzt nochmal raus. Jetzt müssen wir noch die letzte Flasche irgendwie finden. Wo auch immer die sein soll. Achso, oh, das haben wir schon. So disturbing to see old syringes on the ground. Ah, die haben wir ja schon gesehen. Ganz böse, die haben wir auch gesehen. Das ist auch eine Flasche, ne? I have to find dirty ass bottles while you chill. Not fair. I have to prep the range, crybaby. And I've been tripping hard about where you got this rewind power. From God or the gods. So bow. We can make the world bow. Are you ready for that? Ach so, yes, bin ich. Oh yes. Once I figure out exactly how my power works. A god must doth know these things. Amen. And while you build an empire, I'm there to keep you on the path of badassness. And fun. Spin, rinse, and repeat. I'm just altering time and space. Oh yeah, and history. No biggie. You already altered history by saving my life, smartass. Let's see what else you can do. Okay. Ja, okay, eine Flasche brauchen wir noch, toll. Jetzt oder die 50 schon? I know there's a bonfire spot where people party around here. Ja, das Brot brauchen wir uns gar nicht jetzt anschauen. Old Kamera. Beyond repair. Rest in peace. Okay, die sieht schon mal nicht mal so gut aus. So, wo waren wir denn jetzt noch gar nicht? Vorher waren wir ja auch schon. Da waren wir überall. Und mal da hinten, wo das Feld ist, da müsste eigentlich noch eine Flasche sein. Weil woanders könnte ich mir das gar nicht vorstellen. Karfrag. Hier war ja irgendwo eine Flasche, ne? Hier rein können wir nicht, aber doch. It's hard to believe that was once on the road.
filled with dozens of students. Okay. Noch die letzte Flasche, aber wo ist die? Da waren wir auch schon dran. Ich denke, irgendwo hier müsste die eigentlich sein. Oder hier ist sie ja hingerannt. War da hier irgendwas? Nein, hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Boah, ey, ich muss von der letzten Flasche finden. Ich weiß nicht wo. Das ist schon ziemlich krass. Wenn ich die nicht finde. Vielleicht dahinter, oder was? Wenn wir dazu vorbeifahren. Aber ich könnte gar nicht drüber, okay. Gut zu wissen. Oh! Wo war das denn? Einmal zurück machen. Ich will nicht von den Dingen getroffen werden. Okay. Willst du jetzt noch runter oder nicht? Bleibt da oben? Gucken wir uns mal das an. Popular Party Pit. Da ist die letzte Flasche, jawohl. Wir haben sie. Nummer 5. Voila. Now I can deliver this bottle booty to Captain Chloe. Gut. Dann gehen wir jetzt mal zu Chloe hin. Schon irgendwas am Vorbereiten hier? Nee, sie steht da immer noch rum. Und wir gucken mal, ob sie jetzt uns endlich mal glaubt. Ob sie, wie viel trifft sie? Schauen wir jetzt mal. One more for the road. Zack. You're serious about this. We're gonna shoot all these bottles without wasting a single bullet. Guck mal, wie viele du triffst. You have to help me aim. Show okay. me the way, Max. I need to see you shoot first. Oh, das war schlecht. Und jetzt? Kann ich nicht zurück machen, okay. Das war richtig mies. Schießt ihr nochmal? So, können wir jetzt zurück machen. Ne, warte mal, zurück. Show me the way, Max. White? Aim a bit to the right. Sir, yes, sir. Und jetzt, komm schon, bam! Super gemacht, oh, Chloe. Yes! Did you see that shit, Max? Duh. That was so fucking cool. Now for the second bottle. Now, Max, where do I aim? You're on target. Pull the trigger. Ah, okay. Das war nicht gut. Now, Max, where jetzt do muss I ein bisschen aim? Weiter nach oben schießen. Aim slightly above. Right between the eyes. Bam, Treffer. Watch out, Nathan. Now that is fun. Let's pump up the volume and find me another target. I want to get creative. Willst du noch mal schießen? Give me something to shoot, Max. Aim at that old blue plank here. I hate old planks. Hast du doch getroffen, super. Yawn. Aber was war da jetzt? Give me something to shoot, Max. Let's take out this wheel rim on your left. Taking out the wheel rim now? Und? Oh, wow. Hella yes! Ach so, nice er hat den Flasche getroffen. Now that's what I'm talking about. Satisfied? Like never? So I want one more uber cool trick shot. How about using that junker for a target now? Okay, aber was soll Dude, I need a target before I shoot. Schieß am besten auf den Reifen. How about aiming for the left tire? Adios, spinning wheel of death. What? Sind alle kaputt? Uber cool.
cannot believe this is for reals. My best friend is a superhero. Now it's your turn to bust a cap. I don't know. Max, your nose. Damn. I don't feel so super. Max! Wieder ein Albtraum. You freaked me out there. Do you feel any better now? A little. Thanks for helping me. Just give me a minute. Too much action for Arcadia? Maybe not enough. This is kind of fun. Scary and stupid, but fun. Let me know when you feel okay. God, this power really messes with my head. I'm glad I feel normal again. I better go chat up Chloe. Okay, da sind wir wohl, wenn wir so zu oft unsere Kräfte einsetzen, ist das echt sehr... Ist das echt sehr anstrengend für unsere gute, Max. Ich wusste gerade nicht unseren Namen. Und ja, deshalb dürfen wir uns, glaube ich, nicht zu überanstrengen. Das wäre nicht so gut. Und Chloe, die will aber immer weitermachen. Und die denkt jetzt, wir sind so ein Superhero und können echt alles jetzt damit machen. Aber das geht ja nicht. Aber wir könnten eigentlich Lotto spielen und wissen, welche Zahlen wir ankreuzen müssen. Das wäre richtig geil. Also eigentlich hätte ich die Fähigkeit gerne. Das wäre richtig, richtig geil. Und ja, Leute, ich würde dann sagen, wir beenden jetzt mal diese Folge. Ich würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder dabei seid, wenn es heißt Life is Strange. Und ich bin gespannt, wie es hier weitergeht und was als nächstes auf uns zukommt. Also bis dahin. Ciao.